Null, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy. Was laber ich denn da? Let's Show Final Fantasy 13 mit meinem Gastkommentator Sodi. Hallo Sodi. Schön wieder. Ja, ich habe hier gerade ein bisschen optische Schwierigkeiten. Ja, trotz erworbener Komplettlösung habe ich trotzdem eine ganze Zeit gebraucht, diese scheiß Statue hier zu finden. Bis jetzt habe ich sie, da ist sie, das ist Mission Nummer 8. Oh Mann. Für wen mache ich das Ganze hier? Toll, jetzt habe ich sogar noch seinen Namen vergessen. Nein, Steve. Für Steve, nur für Steve, ja. Ah, jetzt weiß ich also, wem ich demnächst hassen darf oder was. Ja. Ja, der Steve, der hat nämlich heute Geburtstag. Und aus diesem Grund singen wir ihm ein kleines Ständchen. Schön wäre es gewesen. Nein, alles Gute zum Geburtstag, Steve. Jo, von mir auch alles Gute. Ja, von uns. Genau, und nur so als kleine Information, wir haben natürlich wieder die Kampfmitglieder, die wir hier wechseln müssen, bla, so. Ich könnte jetzt eigentlich dein Video missbrauchen, oder dein Let's Show, weil das ja viele angucken, und zwar, ihr könnt mir gerne Vorschläge für Let's Plays schicken, die ich machen soll. Ich mache sie dann gerne, also auf meinem Channel ist ja beim Darth Vader verlinkt, einfach mal drauf gehen, mir einfach mal eine Privatnachricht schreiben, was ihr denn gerne von mir mal Let's Play haben wollt, also... Ich spiele fast alles, also es gibt diverse Ausnahmen. Aber das werde ich ja dann sehen, wenn ihr mir geschrieben habt, was ich spielen soll. Jo. So, und ich bin jetzt mit Feng unterwegs, weil Steve, in diesem wunderschönen Let's Show zeigen wir euch, nein, zeig ich euch mal den Bahamut. Dafür muss ich aber, glaube ich, noch ein paar Kämpfe schaffen. So. Ja, und schon kaum ist die Aufnahme wieder gestartet, da blinkt ja alles vor sich hin. Bam. So, dementsprechend habe ich jetzt erstmal Feng wieder als Leader. Ja. Tadabeng. Ah, nervt. So, ich muss mal hier jetzt erstmal ein bisschen schauen, wie das hier aussieht denn überhaupt. Komisch, komisch. Ja, mal ganz kurz hier. Sorry, bist du noch da? Metapunkte? Ich bin da. Ja, ich habe volle Metapunkte. Naja, zumindest 3 Metapunkte. 3 Metapunkte sind Grundvoraussetzung. Sorry, sag doch mal was. Hallo. Ja, geht doch. Hallo, sorry. Ich bin da. Ich bin immer da. Du bist immer da. Auch hallo. Wenn du nicht da bist. Überleg mal, welche Uhrzeit wir haben. Ich wäre langsam etwas träge. Musst du heute noch arbeiten? Nein, heute nicht. Das glaube ich aber nicht. Das heißt, heute liegt Final Fantasy 14 an, ja? Ja, ich bleib so lange wach, bis endlich die Beta-Phase angefangen hat. Das heißt, morgen früh um 4, laut meiner, wenn die Rechnung von mir stimmt, 2 Stunden, ne? Also 2 Uhr GMT soll es losgehen. Ich glaube, wir sind bei uns erst dann um 4 rum, wenn ich jetzt nicht alles täuscht. Absolut richtig. Und da... So lange bleibe ich heute munter, bis das endlich gestartet ist, bis ich das erste Mal gezockt habe. Das kann zwar erst dann übermorgen werden, bei meinem Glück. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich bestimmt Ewigkeiten wieder downloaden darf. So, du wirst aber sicherlich das gleiche sagen wie ich, nachdem du die ersten 10 bis 15 Minuten gespielt hast. Und zwar, ich brauche eine neue Grafikkarte. du wirst lachen. Ich habe mir eine neue Grafikkarte besorgt. Alter, das gibt's ja wohl nicht. Ich kann es mir noch nicht antun. Extra für dieses Game. Alter, ich glaube, das muss ich auch machen. Und mehr Arbeitsspeicher. Ich merke gerade, 4 reichen nicht aus. Ja, wird dann Monat doch schon wieder ein bisschen kostenintensiver, glaube ich. Das alte, was du brauchst, kannst du gerne an mich abtreten. Nee, die kommt dann in meinen Zweitrechner, dann hat meine Freundin auch wieder einen Rechner zum Spielen. Das war mir klar. Ja. Denkst nicht mal an mich, du bist so gemein zu mir. Nein, das Spaß. Hat damit ja überhaupt gar nichts. Ich weiß doch. Boah, ich hab hier so die Optikprobleme gerade. Das ist voll zum Kotzen.
Echt cool. Ja, die ganze Zeit bricht. Ich glaube, ich bin der Meinung, das liegt mit dem Arbeitsspeicher zusammen, dass der jetzt nicht schnell genug auffasst und so weiter. Und deswegen. Ah, da hast du noch was im Hintergrund laufen, was noch zusätzlich beansprucht. Ja, unser Fenster. Ansonsten. Haha, na klar, Final Fantasy 14. Das habe ich letztes auch gleich mal geschlossen. So. Das ist Final Fantasy 14 auch mal zu. Ja, das wollte ich ja auch noch updaten. So, jetzt nerven mich hier diese Kämpfe langsam. Wir haben noch 10 Minuten, weniger als 10 Minuten, und dann will ich zumindest diese Mission abgeschlossen haben. Oh nein, ein fieser Fettsack. Hm, tschüss. Ein fieser Fettsack. Ja. Oh nein, viele fiese Fettsäcke. Da ist es, da ist es. Einmal hier nur über den Fluss. Ah, Hilfe. So, und weil es so schön war, gleich in den Kampf gegen dieses Bossvieh. Und natürlich, wie versprochen, Metafähigkeit. Beschwören Bahamut. Bahamut! Ja, dann fang mal an und verlier nicht. Ruhe! Nein. Nachdem, was du mir jetzt schon alles angetan hast, da. So, wir haben, ja, Bahamut. Toll. Den lassen wir hier mal alles machen. Was auch immer der da gerade macht. Das ist auch gut. Cool. Also Bahamut haut zumindest ordentlich Schaden rein. So, mal ein bisschen die Kamera rein angucken hier. Okay, bevor er ihn hier jetzt zu Mut verarbeitet, werden wir gleich mal hier in den Metamorph-Status wechseln. Ja, bing, ja, bing. Mal gucken, was das für ein Viech ist. Ein Transformer, ein fliegender Transformer. Okay. Sieht aus wie das Viech bei Digimon, was meine Freundin und ich vor ein paar Tagen geguckt haben. Ah, der Digimon-Film war wenigstens noch interessant, die Serie ist zum Kotzen. Haha, Laser. I'm firing my laser. Das ist geil. Okay. I'm firing my laser. Alexander hast du noch nie gezeigt, oder? Doch, habe ich auch schon. Hast du schon gezeigt, okay. So, aber jetzt Mega Flare. Ultimative Attacke. Also da muss ich sagen, da hatte Alexander wesentlich mehr Wumms hinter. Tja. Super, da habe ich mir die coolste, also in meinen Augen die bisher immer coolste Beschwörung aufgehoben für den letzten und dann so eine Pleite. Na, normalerweise, ja, ist ja eigentlich, war bis jetzt eigentlich Bahamut fast immer mit der Beste. Ja. Ja, bis auf der 8. Eden. Ja, schade. Echt schade. Naja. Dann können wir den ganzen Weg jetzt zurücklaufen. Leicht enttäuscht? Ja, nö, überhaupt nicht. Gar nicht. Oh, nö, nö. Bahamut ist für mich nur seit Bahamut in einem Final Fantasy Teil aufgetaucht ist. Die geilste Beschwörung, die es gibt. Ja, eigentlich seine Hochzeit hat er eigentlich in der 7 gehabt. Ja, aber nur weil er eine doppelte Ausführung aufgetaucht ist. Dreifache Ausführung. Ach, stimmt, dreifache Ausführung. Stimmt, Bahamut, Neo Bahamut und Bahamut Zero. Genau. Ja. Ganz vergessen, da gab es ja noch den Neo Bahamut. Aber war cool auf jeden Fall.
Ja, obwohl an der 7 hat mir auch gefallen, Ritter der Runde. Boah, ein Traum, auf jeden Fall. Für die Leute, die sich ein goldenes Schokobo gezüchtet haben. Ein Must-Have. Auf jeden Fall. War es ein goldenes Schokobo oder Ritter der Runde? Alle beide. Ich muss sagen, ich hatte es nur einmal mir erlaubt, die ganze Zeit dafür in Anspruch zu nehmen, bis ich Ritter der Runde zusammen hatte. Das war mir, also Entschuldigung, das war mir für ein Spiel echt zu viel. Ich hab's komplett durchgespielt, das 7, also mit allem drum und dran, also ich hab jede einzelne... Wie gesagt, das habe ich nur einmal gemacht. Einmal, danach nie wieder. Mach ich immer. Das Chocobo züchten ist halt nicht so schlimm, aber ich will immer für jeden einzelnen Char den Master Aufruf. Substanz mache ich. Kranke Sau. Das ist krank. Die ganze Zeit schön am Bälle prügeln, ne? Yep. Ja. Ein Königreich für Bällchen. Yep. Kommt immer ganz drauf an, ich wechsle dann meistens immer die Gebiete. Ich habe mir bei der 7 jetzt immer so angewöhnt, sobald ich aus Midgar raus bin, in der ersten Ebene, dort level ich dann meistens schon so lange, dass es eigentlich reicht bis kurz vor Schluss. Ich brauche dann eigentlich gar nicht mehr leveln bis kurz vor Ende. So, jetzt speichern wir hier nochmal ganz kurz ab und ganz am Ende singen wir dann doch dieses Ständchen, komm so, da müssen wir einmal durch. Wo? Wie? Wer? Wo? Warum? Ich? Nee. Dafür wäre ich nicht gut genug bezahlt für die Let's Show. Du wirst gar nicht bezahlt. Deswegen ja, schlimm genug. Du darfst dabei sein. Dabei sein ist alles. Da will ich lieber gar nichts. Sei nicht so, na komm, ich stimme an. 3, 2, 1. Auf Deutsch oder auf Englisch? Das weiß ich doch nicht, was willst du denn? Ach, keine Ahnung. Hätte er es mir gesagt, hätte ich es auch gewusst, aber gut. Ich wünsche dir trotzdem noch einen wunderschönen Geburtstag, Steve. Jo, ich auch. Ohne Gesang trotzdem alles, alles Gute nochmal. Und ja, ne? Bitteschön, dein Geburtstagsgeschenk von uns an dich. Dieser Final Fantasy Teil nur für dich aufgenommen, obwohl ich eigentlich Final Fantasy 12 spielen wollte. Also, jetzt sind alle Final Fantasy 12 Zuschauer böse auf dich, also. Mach dir nichts draus. Nein. Also viel, viel schlimmer ist, dass die Leute, die Final Fantasy 12, die meckern, dass ich zu wenig Final Fantasy 12 spiele, sind gleichzeitig aber auch die Leute, die sagen, ich soll weniger Monster Hunter spielen. Und umgekehrt. Also. Und dann, das sind dann auch noch die Leute, die dann sagen, du sollst noch mehr Final Fantasy 13 spielen. Ja, aber ich möchte natürlich auch an dieser Stelle, weil Final Fantasy 13 wiederum wesentlich besuchter ist als jeder andere Teil, möchte ich nochmal kurz anmerken, ich habe in meinem Channel links ein Stück weiter unten unter meinen Profilangaben und so weiter einen kleinen FAQ-Block. Ich möchte bitte, dass ihr den durchlest, bevor ihr irgendwelche Fragen stellt zu irgendwelchen neuen Videos oder sonstigen Kram. Oder wie ich aufnehme, was ich tue, das steht da alles beschrieben. Ihr müsst einfach nur die Augen aufmachen und einmal kurz durchlesen. Wäre eine super nette Angelegenheit. In diesem Sinne sagen wir euch erstmal auf Wiedergesehen. Bis bald und melde mich hier erstmal ab. Ich werde jetzt weiter Final Fantasy 12 spielen. Genau. So, dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Und bis denn. Tschüss. Bis denn.